Hallo und herzlich willkommen miteinander. Heute schon beim siebten Teil unserer Webinarkolumne Organisation im Maklerbüro. Heute ohne den Herrn Berghaus, der weilt im Urlaub, aber mit der Frau Fricke, die den Herrn Berghaus vertreten wird und Hallo. die jetzt seit einigen Wochen auch beim Immobilienprofi tätig ist. Gut. Wir fangen direkt an. Ich schicke euch meinen Bildschirm. Wir haben wieder ein volles Programm. Mein Video mache ich so lange mal aus, dass ihr euch auf den Inhalt konzentrieren könnt. Und Bildschirmfreigabe kommt. So. Gut. Organisation im Maklerbüro, Januar 2023. Der Zeitplan bleibt eigentlich auch gleich. Wir starten pünktlich um 11 Uhr, haben circa eine Dreiviertelstunde mit Input, wo ich euch das erzähle, was mir so einfällt dazu zu dem Thema Organisation. Dann gibt es noch eine Viertelstunde Zeit für Ihre Fragen. Wenn Sie sagen, Mensch, zu dem Thema brauche ich noch was. Oder wenn Sie einen Input haben, dass Sie sagen, naja, nächstes Mal wäre es toll, wenn Sie mal da und da drauf eingehen. Also da bin ich offen. Machen wir einen kurzen Rückblick. Das ist ja heute schon die siebte Veranstaltung und wir haben schon einiges gemeinsam gemacht. Wir haben uns über die Grundlagen der Organisation unterhalten, über Aufräumstrategien sowohl für Unterlagen als auch digital. Wir sind eingestiegen in das Thema Geschäftsprozesse und hatten im November und im Dezember schon die ersten Beispiele, wie macht man eigentlich so einen Geschäftsprozess, auf was muss man dabei achten. Und heute geht es gerade so weiter mit folgenden Themen. Ich habe eine neue Studie zum Thema Büroorganisation für euch gefunden und ich finde, an dieser Studie und vor allem an den Ergebnissen kann man sehr schön sehen, warum wir das eigentlich alles machen, was wir hier gemeinsam machen. Dann gehe ich nochmal auf das Thema ein Onboarding. Wir hatten schon das Onboarding von Mitarbeitern, wir hatten das Onboarding von neuen Kunden, also neuen Verkäufern, die einen Maklervertrag bei euch unterschrieben haben. Und heute gehen wir einfach nochmal auf zwei Komponenten ein, die bisher etwas vernachlässigt worden sind. Im Rahmen der 10 Geschäftsprozesse, an die Sie nie gedacht hätten, gehen wir heute mal auf was ein, was ich ziemlich toll finde. Vor allem auch deshalb, weil es so gut wie niemand macht bis dato, nämlich das Thema Kommunikation mit eurer Webseite. Ich zeige euch, wie das funktioniert, was ihr für Voraussetzungen braucht und habe auch natürlich ein paar Praxisbeispiele dabei, wie man sowas macht. Ich bin Peter Arndt, beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Prozessmanagement und Organisation und darf im Rahmen des Immobilienprofis euch einiges dazu erzählen, was mich auch freut. Und Grundlage unseres ganzen Konzepts ist das Thema Makeln 21, was die meisten ja kennen, steht ja auch in jeder Ausgabe des Immobilienprofis vorne drinnen, kurzer Abriss. Und wir bewegen uns heute im Bereich Management, wie immer, wenn es um das Thema Organisation geht. Es gibt eine neue Studie zum Thema Büroorganisation. Das haben zwei Unternehmen gemeinsam gemacht. Quelle Büro Kaizen und die AKAD Hochschule. Und auch wenn ich sage, man muss solche Studien dann immer mit einem gewissen Vorbehalt betrachten, sind die Ergebnisse doch relativ interessant bis ziemlich erschreckend. Ich habe einiges für unser Thema für euch rauskopiert. Nach dieser Studie, die mit fast 1000 Unternehmern geführt wurde,
ist die Arbeitseffizienz im deutschen Büro seit 2013 um 50% gesunken. Und das halte ich für wirklich erschreckend. Gründe sind fehlende Prozesse, mangelnde E-Mail-Kommunikation, Suchzeiten. Und wenn wir gerade beim Thema Suchzeiten sind, die haben das ein bisschen runtergebrochen. Suchzeiten während der Arbeitszeit, das sind die Zeiten, wo eure Mitarbeiter und wo ihr dann jetzt nicht unbedingt produktiv seid, sondern nach irgendwas sucht. Entweder Prospekte, Unterlagen auf Papier oder was auch immer, oder ihr sucht auf eurer Festplatte umeinander. Und diese Suchzeiten waren 2013 bei 13,1% der Arbeitszeit, 2018 15,3% und inzwischen sind wir bei 19,6% Suchzeiten angekommen. Das heißt, wenn ihr 5 Mitarbeiter habt, dann zahlt ihr einen Mitarbeiter in Summe nur für das Suchen. Und das halte ich für ziemlich erschreckend. Da hat gerade einer was im Chat geschrieben, gehe ich nachher drauf ein. Also das halte ich für ziemlich erschreckend, diese Suchzeiten, weil da verbrennen wir sehenden Auges Geld. Wir schmeißen das Geld zum Fenster raus, nur weil die Organisation nicht so ist, dass wir sagen können, okay, das Ding läuft. Wir in unserem Büro und auch der Familienbetrieb namens Iverta, der sich auch mit Immobilienmakelei beschäftigt, wir haben Suchzeiten von unter 5 Sekunden und zwar egal, was wir suchen. Auch egal, wie alt dieser gesuchte Gegenstand oder die Datei ist, wir halten diese 5 Sekunden. Und das können Sie auch. Viel, viel Input dafür kriegen Sie im Rahmen dieser Webinarreihe natürlich. Dann nächster Punkt, den ich rausgezogen habe für euch, ist das Thema E-Mail-Bearbeitung. Auch hier sieht man einen ganz drastischen Anstieg. 2013 wurden noch 102 Minuten für E-Mail-Bearbeitung am Tag gebraucht. 2022 sind es schon 163 Minuten. Und das heißt für euch, wenn ihr diese E-Mail-Kommunikation nicht im Griff habt, dann werft ihr auch auf dieser Ecke Geld zum Fenster raus. Ich habe manchmal in Beratungen dann so E-Mail-Postfächer vor mir, da sind 783 unerledigte E-Mails drin und ich denke mir dann immer, sag mal, das gibt's doch gar nicht, wie kann man sowas machen? Und die Gründe für Nichtbearbeitung von E-Mails, die werden dann immer angegeben mit fehlender Zeit oder schlechter Organisation. Auch Prozesse, die nicht digitalisiert sind, fressen ziemlich viel Zeit. Nämlich 2013 wurde das noch nicht untersucht. 2018 waren es knapp 9% der Arbeitszeit, die flöten gingen wegen nicht digitalisierten Prozessen und 2022 waren es 14,8%. Also auch hier ganz deutlich ein Trend zu erkennen. Wenn ich meine Organisation nicht im Griff habe, funktioniert so gut wie nichts. Dann habe ich noch das Thema Verwendung der Arbeitszeit, Besprechungen, 26%, E-Mails knapp 30%, Suchzeiten haben wir schon gesprochen, knapp 20% und nur ein Viertel der Arbeitszeit bleibt übrig für das eigentliche Tagesgeschäft, das eure Kunden von euch erwarten und für das ihr eure Mitarbeiter bezahlt. Und das sind wirklich Ergebnisse, die beunruhigen mich und die sollten euch oder sie auch beunruhigen. Das Ganze schlägt sich natürlich auch auf die Arbeitszufriedenheit nieder. Und auch da habe ich was für euch gefunden. Das könnt ihr mal angucken. Es gibt bei Arte so eine Dokumentation,
aufgrund einer Studie von der Firma Gallup. Diese Dokumentation beschäftigt sich mit dem Thema Dienst nach Vorschrift. Und für diejenigen, die das angucken wollen, habe ich jetzt mal in den Chat den Direktlink zu YouTube gemacht. Was sind die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung? 13% der arbeitenden Bevölkerung versuchen, ihren Job gut zu machen. Nur 13%. Und wer das nicht glaubt, der möge vielleicht mal anrufen bei einer Hotline irgendwo oder in einen Laden gehen und versuchen, was zu kaufen und sich beraten zu lassen. 64% ist ihr Job gleichgültig. Die wollen halt gucken, dass sie mit einem Minimum an Aufwand durch den Tag kommen. Ich persönlich erlebe das regelmäßig als Kunde. Und 23% der Arbeitnehmer arbeiten sogar aktiv dagegen. Hammermäßige Zahlen, die ich, wisst ihr, da kann man jetzt drüber streiten, sind es jetzt 23% oder 22%, aber ein gewisser Trend ist für mich durchaus erkennbar. Diese Zahlen variieren je nach Land, in dem das untersucht wurde. Aber dieser Urheber dieser Studie, die Firma Gallup, die beschäftigen sich seit vielen Jahren mit genau diesen Themen und insofern hat es schon eine gewisse Aussagekraft. Wie können wir gegensteuern, indem wir unseren Betrieb sehr gut aufstellen und gucken, dass wir die Motivation unserer Mitarbeiter hochhalten? Denn im Gegensatz zu dem, was immer so erzählt wird, ihr müsst die Mitarbeiter motivieren, ihr braucht nur eine tolle Motivationsveranstaltung, sehe ich das ein bisschen anders. Denn motiviert sind eure Mitarbeiter, denn sonst wären sie nicht zu euch gekommen. Und euer Job ist für mich, dass ihr guckt, dass ihr die Demotivation eurer Mitarbeiter, zum Beispiel durch verbesserungsfähige Organisation, einfach vermeidet. Und dazu gucken wir uns die nächsten Bausteine an, nämlich das Thema Geschäftsprozesse.